nochmal von mir auch einen schönen guten Abend und alle zusammen. Wie schon erwähnt, mein Name ist Thomas Darwinmuth. Ich arbeite für Pivotal im Spring Data Team, bin dort Committer bei den Spring Data Projekten und eben auch bei SpringXD. Und heute möchte ich euch ein bisschen was über die Entwicklung von Big Data Applikationen mit SpringXD erzählen. Vielleicht bevor wir anfangen, wer von euch hat schon mal was mit SpringXD gemacht oder kennt das in irgendeiner Form? Okay, Nummer 1, wunderbar. Dann seid ihr heute genau richtig, da mal ein bisschen Einblick zu bekommen. Vielleicht noch ein paar Worte zu Pivotal. Wer kennt Pivotal? Schon mal gesehen? Okay. Für die, die es nicht kennen, Pivotal ist halt der neue Heimathafen sozusagen des Spring-Ökosystems und die Firma hinter Projekten wie Cloud Foundry, RapidMQ, Redis, Gemfire und eben auch Spring letzten Endes. Ja? Also alle Spring-Committer sind jetzt bei Pivotal angestellt und Pivotal übernimmt quasi alle Fähigkeiten, die es notwendig macht, die Entwicklung dort vorzutreiben. Ja? Okay, und vielleicht, was wir jetzt heute vorgehen, unsere Reise um zum SpringXD-Experten zu werden, führt uns über folgende Schritte. Erst würde ich eine kleine Einführung geben zu SpringXD aus einer Vogelperspektive sozusagen, die einfach mal zeigt, was es eigentlich mit auf sich hat, was man damit machen kann. Dann werden wir uns einige Kernkonzepte anschauen und werfen danach einen Blick auf Applikationen und deren jeweilige Architekturen, damit man mal sieht, okay, wie kann man SpringXD einsetzen, wofür wird es üblicherweise eingesetzt und wie passt das alles so zusammen. Und abschließend werden wir dann nachher noch mit einem kleinen Ausblick, was ist in zukünftigen Versionen von SpringXD zu erwarten. Okay. Fangen wir mal an. Einführung. Was ist denn eigentlich SpringXD? Naja, SpringXD ist halt eine Plattform für Big Data Applications. Okay, ist jetzt halt groß gesagt. Naja, es hilft einem bei der Verarbeitung, Speicherung und Auswertung von großen Datenmengen. Ja? Neudeutsch Verarbeitung von großen Datenmengen bezeichnet man als Ingestion. Es ist eine Plattform für Stream- und Batch-Processing, um diverse unterschiedliche Arten von Workloads zu verarbeiten. Es basiert auf einer verteilten, skalierbaren Laufzeitumgebung mit Unterstützung für zahlreich eingebauten Komponenten, um diverse Analytiken anzubinden an die Streamverarbeitung. Das Ganze baut auf bewährten Spring-Technologien auf, wie Spring Boot, Spring Batch, Spring Integration, Spring Data und so weiter. Ja, also im Prinzip alles, was man im Spring-System findet, ist irgendwie da reingebastelt. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, warum jetzt schon wieder eine neue Big Data Plattform? Ich meine, es gibt ja so viele Big Data Plattformen draußen und so viele unterschiedliche Projekte, die versuchen, die Arbeit mit solchen Fragestellungen einfacher zu machen. Wie ist da jetzt SpringXD zu sehen? Naja, das ist zu sehen als Alternative zu Frameworks wie zum Beispiel, aber zum Beispiel Flume, Uzi, Scoop oder Storm. Ja? Und jede dieser genannten Technologien hat beispielsweise seine eigene Philosophie, die eigene Art und Weise, wie sie benutzt werden oder auch konfiguriert werden. Ja? Und die Idee von SpringXD ist jetzt, halt eine Plattform zu sein, anstatt viele unterschiedliche Plattformen zu haben, die man im Projekt verwendet. Weil üblicherweise hat man ja im Projekt eine Fragestellung, die man nicht nur mit einer Technologie erschlagen kann, sondern wo eine Technologie allein nicht ausreicht, sondern muss eine Kombination von Technologien wählen. Ja? Und wenn die halt alle unterschiedliche Ansätze fahren, ist das ein bisschen schwer, eine einheitliche Lösung rauszukristallisieren, die man gut verwenden kann. Deswegen hat halt SpringXD auch das Mantra, dass alltägliche Dinge einfach sind und komplexe Dinge halt möglich sind. Ja? Und das Ganze soll halt noch gut harmonieren mit anderen Technologien, wie zum Beispiel aus dem BigSQL oder Massively Parallel Processing Database Bereich, ist mal ein Beispiel mit Impala von Cloudera oder Pivotal Hawk, ja, damit man dort mit den Daten gut integrieren kann. Oder eben auch mit anderen Stream Processing Lösungen, wie zum Beispiel Apache Spark, dass man quasi Apache Spark Komponenten in Streamverarbeitung verwenden kann. Das werden wir nachher noch sehen. Und eben auch die Zusammenarbeit mit anderen NoSQL Data Stores, wie zum Beispiel Cassandra und MongoDB. Das ist halt gewährleistet, damit man auch diese Datenquellen dementsprechend nutzen kann als für die Verarbeitung aus den Daten. Kurz gesagt, SpringXD ist eine ganzheitliche Lösung für die Entwicklung von Big Data Applikationen. So, wenn wir uns jetzt SpringXD mal aus der Vogelperspektive betrachten, würden wir jetzt ungefähr folgendes Bild sehen. Fangen wir mal hier links oben an. Dann hat man die sogenannte SpringXD Shell, was im Prinzip so ein Command-Line-Interface darstellt, welches über eine REST-Schnittstelle mit der SpringXD Runtime kommuniziert. Die SpringXD Runtime bringt eine Reihe von Konnektoren mit, die aus verschiedensten Datenquellen eben Daten anzapfen kann,
und für die Verarbeitung entsprechend zur Verfügung stellt. Die Verarbeitung des BingXD kann über zwei Wege erfolgen, einmal die Streams für Echtzeitdatenverarbeitung oder auch über Jobs für Batch-Workflows, die man dementsprechend offline verarbeiten kann. Die Ergebnisse dieser Verarbeitung können dann in zahlreichen Data Stores abgelegt werden oder eben auch im Hadoop-File-System. Ja? Diese Daten können dann nachher wiederum mit analytischen oder statistischen Tools analysiert werden, um beispielsweise Vorhersagemodelle oder Klassifikationsmodelle oder sonstige Data Mining Modelle zu generieren. Diese Modelle können dann exportiert werden und wieder an die Stream-Verarbeitung eingefügt werden, sodass man im Stream quasi also Prediction-Modelle laufen lassen kann, um Vorhersagen im Stream zu sehen. Dafür habe ich nachher auch eine Demo vorbereitet, dann sehen wir dazu mal das. Einem kleinen konkreten Beispiel. Okay. Um euch jetzt mal ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie man mit SpringXD arbeitet, betrachten wir jetzt einfach mal einen relativ oberflächlich gesehen einfachen Use Case. Wir wollen eingehende HTTP-Request-Daten im HTTP-File-System abspeichern. Ja? Da können wir jetzt mit SpringXD folgendermaßen vorgehen. Wir setzen jetzt voraus, dass Hadoop schon entsprechend eingerichtet ist. Das heißt, es gibt ein Hadoop-File-System, wo konfiguriert das läuft. Um jetzt zu beginnen, installieren wir als erstes mal SpringXD, wenn wir es dort haben. Ja? Das kann man entweder über einen der zahlreichen Package-Manager wie Yum oder Blue erledigen oder eben durch simples Unzip der Distribution, die wir jetzt bereitstellen. Vielleicht noch als kleine Anmerkung. SpringXD ist das erste Spring-Projekt, das quasi ein Binary shippt, beziehungsweise ein ausführbares Binary shippt, das separat laufen lassen kann und kein Framework oder Bibliothek allein darstellt. Ja? Das ist eine Ausführungsumgebung. Okay, nachdem wir SpringXD installiert haben, erfolgt nun der zweite Schritt. Wir starten eine SpringXD-Umgebung hier. Für unseren Testfall hier nehmen wir einfach mal die XD-Single-Node-Variante, was es genau ist, sehen wir gleich noch. Und als zweites starten wir die sogenannte SpringXD-Shell, die sich mit der Single-Node-Variante verbindet. Und darüber kann ich dann mit dem XD-System interagieren. Wir definieren nun jetzt einen XD-Stream. Das sieht dann ungefähr so aus, über die SpringXD-Shell. Wir sagen, Stream, Create, geben dem Ding einen Namen, Ingest, und geben über die Definition hinten dran an, was eben passieren soll. Ich sage jetzt hier HTTP, Pipe, HTTPS. Boom. Das ist alles, was ich machen musste, um so einen Stream zu definieren, der jetzt eben diese Fragestellung löst. HTTP-Daten nach HTTPS abspeichern. Um das Ganze jetzt lauffähig zu kriegen, muss ich noch den letzten Schritt erledigen, ausführen, indem ich quasi den Stream im System deploye. Dadurch wird quasi jetzt ein Port erzeugt intern, über den halt HTTP-Daten konsumiert werden können, und das wird automatisch auf HTTPS gespielt. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, das sieht jetzt doch ein bisschen zu einfach aus. Ich meine, normalerweise ist das ein bisschen mehr, ist da ja ein bisschen mehr dahinter, was man so konfigurieren muss, wenn man so eine Fragestellung löst. Naja, SpringXD setzt auch sehr stark auf das Prinzip Convention over Configuration. Das heißt, hier hinten dran stecken im Prinzip eine ganze Reihe von sehr gut dokumentierten Defaults, die für 80% der Fälle oft ausreichend sind, sodass man halt Standardsachen sehr einfach realisieren kann. Ja? Man kann natürlich hat natürlich entsprechende Möglichkeiten, diese Standardkonfiguration noch zu überschreiben im Einzelfall. Werden wir auch nachher noch ein Beispiel sehen. Und ja, im Prinzip war es das. So einfach ist es halt, HTTP-Daten auf HTTPS zu schreiben. Ja? Das mal nur so als Kernidee. Okay, werfen wir jetzt mal einen Blick auf ein paar der Kernkonzepte von SpringXD. Das ist jetzt mal nur eine kleine Liste von Dingen, die wir uns jetzt anschauen. Die SpringXD Runtime, wir schauen uns an, was Module im Kontext von SpringXD sind, was Streams sind, was Tabs sind. Wir werfen einen Blick auf die Analytics-Fähigkeiten oder Möglichkeiten in SpringXD, schauen uns die Batch-Workflow-Unterstützung an und werfen noch einen Blick auf die Erweiterbarkeit und letzten Endes, wie man das Deployment beeinflussen kann, sprich, wie jetzt Streams realisiert werden im SpringXD-System. Okay. Fangen wir mal an mit der SpringXD Runtime. Was ist das? Naja, die SpringXD Runtime stellt die Ausführungsbasis dar, die die Stream-Verarbeitung und die Batch-Verarbeitung hostet und eben die Analytics bereitstellt, also speichert und verwaltet. Jetzt kann man halt grob gesagt sagen, SpringXD ist quasi ein Container für Spring Integration und Spring Batch. Das muss man nur merken, damit wird vielleicht gleich ein paar neue Sachen einfach. Die SpringXD Runtime kümmert sich auch um die Komponentenverteilung im System. Das heißt, es ist als skalierbares System ausgestaltet, sodass man auch größere Workloads damit erledigen kann, und das erfordert halt zuweilen, dass man Komponenten verteilt hat. Okay, die SpringXD Runtime regelt außerdem auch noch die Kommunikation über einen Message Bus, beziehungsweise diverse Kommunikationskanäle über einen Message Bus, werden wir auch noch ein Beispiel sehen. Um SpringXD laufen zu lassen,
sind noch ein paar weitere Dienste nötig. Zum einen verwenden wir halt Speicherung der Systemkonfiguration oder Clusterkonfiguration und des Clusterzustands, wie viele andere Projekte auch, Apache Zookeeper, die Analytics, Statistikwerte und Co. Kann man optional in Redis speichern oder eben in einer In-Memory-Struktur halten. Und der Message-Bus, der hinter SpringXD steckt, ist auch pluggable. Das heißt, man kann wahlweise Redis, RabbitMQ, Kafka oder einen lokalen Transport benutzen. Mit weniger Overhead als ein Messaging-System an der Stelle, da wo es halt gebraucht wird. SpringXD hat unterschiedliche Instanztypen. Hier ist mal so ein Beispiel XD-Setup dargestellt. Der erste Instanztyp ist der sogenannte XD-Admin-Knoten, der wiederum auch redundant ausgelegt werden kann. Der XD-Admin-Knoten kümmert sich darum, die sogenannten XD-Module, das ist immer noch, entsprechend auf dem XD-System zu verteilen. Der kümmert sich im Prinzip auch um die Clusterverwaltung und übernimmt halt Failover und High Availability Checks, Überprüfungen und steuert das Ganze. Der SpringXD Container hingegen hat nun die Aufgabe, die SpringXD Module zu laden und auszuführen. Das sind halt quasi die Komponenten hier. Der SpringXD Container ist verbunden mit einem Databus, um eben entsprechend die Nachrichten, die ins System einfließen, auch allen Containerknoten, die halt an der Arbeit teilhaben wollen, zur Verfügung zu stellen. Dieses SpringXD-Container kann entweder standalone laufen, pur, oder halt im Kontext von der Yarn-Umgebung oder eben auch auf Cloud Foundry, wenn man das Ganze als Service haben will. Ja, das geht mittlerweile auch. Okay, jetzt kommt SpringXD in unterschiedlichen Runtime-Modi. Der erste Runtime-Modi ist der sogenannte Single-Node oder Standalone-Runtime. Vielleicht initial ein Beispiel hat man es so leicht gesehen, als ich diesen Single-Node-Prozess gestartet habe. Das ist im Prinzip eine Umgebung, die für Entwicklungszwecke gedacht ist. Das heißt, im Wesentlichen sind alle Komponenten, die SpringXD braucht, um zu laufen, innerhalb eines JVM-Prozesses gestartet. Das heißt, das macht es einem dann wirklich einfach, Dinge nächst SpringXD auszuprobieren bzw. Komponenten zu testen. Für Produktivzwecke hat man natürlich dann eine erweiterte Konfiguration, die nennen wir Multinode oder Distributed Node. Da ist natürlich jeder Prozess als separater Systemprozess sozusagen ausgelegt, um eben auch diese Redundanz gewährleisten zu können, die man halt für Produktionsumgebungen braucht, um entsprechend auch Sachen wie Load Balancing und sowas mit realisieren zu können. Okay, schauen wir uns jetzt mal noch an, wie das jetzt in so einer verteilten Umgebung jetzt so aussieht, wenn ich jetzt einen Stream erzeuge. Ich sage jetzt hier zum Beispiel Stream Create Test mit zwei Komponenten Time und Log. Ja, sende ich über den XD-Admin-Knoten in das System, sage dann Deploy. Daraufhin wird das SpringXD-System die Komponenten auf die verfügbaren Container ausrollen und diese verbinden sich dann entsprechend, sobald sie realisiert sind, mit dem Message-Bus und können dann von da Messages aufnehmen. Ja? Das ist nur so die Idee, wie es grundsätzlich funktioniert. So, jetzt, nachdem wir mal so einen kleinen Überblick haben, wie das grundsätzlich vom System her strukturiert ist, schauen wir uns mal an, was an Modulen hinterlegt ist, beziehungsweise was Module im Kontext von SpringXD sind. Naja, Module im Kontext von SpringXD sind quasi die kleinste Ausführungseinheit. Das, wenn man sich das so vorstellt, wie in der Unix-Command-Line-Welt gibt es ja auch diese kleinen Mini-Tools sozusagen, die nur eine Aufgabe haben und die halt wunderbar machen und die man dann gut kombinieren kann. Genau dieselbe Idee steckt halt hinter SpringXD-Modulen an der Stelle. Es gibt vier unterschiedliche Modultypen. Das sind halt Sources für Datenquellen, Sinks für Datensenken, also Datenspeicherorte, Prozessoren, die halt ja, Daten verarbeiten und halt eben Jobs, die halt letztendlich die Batch-Workflows darstellen. Die Module kann man entweder über reines XML oder über eine JVM-Sprache wie Java, Scala oder Groovy definieren und beinhaltet in der Regel einen Spring-Konfigurationsfall, wo die Komponenten, die halt das jeweilige Modul benötigt, einfach definiert sind. Das heißt, in einem Spring-XD-Modul kann man alles das verwenden und alle Möglichkeiten verwenden der Konfiguration, die man halt von Spring so kennt. Ja? Module können auch parametrisiert sein und SpringXD kommt von Haus aus mit über 50 standardmäßigen Modulen daher. Das heißt, man findet für jede Art von, für eine Vielzahl von Fragestellungen findet man in der Regel schon direkt was out of the box, was relativ einfach zu konfigurieren und zu benutzen ist. Darüber hinaus kann man natürlich auch immer eigene Module definieren, entweder
komplett selbst oder über Komposition von bestehenden Basismodulen kann man sich quasi immer komplexere Komponenten zusammenstellen, die man auch wiederverwenden kann. Ja? So dass man nicht immer, sage ich mal, komplexe Stream-Definitionen from scratch so schreiben kann, sondern man kann sich bestimmte Teile für bestimmte Dinge eigene Abstraktionen bauen, die man dann wiederverwenden kann. So, mal so ein kleiner Überblick zu den Modulen. Also jetzt ein Beispiel mit Source-Modulen, Prozessoren und Sinks. Wenn wir zum Beispiel die Source-Module betrachten, sehen wir, dass wir hier zahlreiche Standard-Datenquellen ansprechen können, die halt relativ generisch sind. Hier, ich kann HTTP-Daten angreifen, ich kann abgreifen, ich kann ein Filesystem scannen nach neuen Dateien, die reinkommen oder pollen sozusagen, mailen. Ich habe Message Broker, diverse Anknüpfungsmöglichkeiten. Man hat aber auch speziellere Datenquellen, wie zum Beispiel Twitter Search oder Twitter Stream Verarbeitung direkt schon mit eingebaut. Das heißt, in dem Fall braucht man quasi nur seinen API-Key und seine Credentials hinterlegen und schon kann man mit dem System halt Twitter-Daten einlesen und dann Textanalyse oder sowas drauf machen. Ja? Oder halt für spätere Analysen Twitter-Daten einfach nach HDFS pipen oder sowas. Ja? Auch bei den Prozessoren findet man eine relativ breite Palette an ziemlich generischen Komponenten, mit denen man ja, üblicherweise einen Großteil aller möglichen Fragestellungen und Rechnungen erledigen kann. Entweder sei es nun über einfache Filtergeschichten, man kann Transform-Operationen machen, über entweder ein Skript oder eine Spell-Expression, also Spring-Expression-Language wird da unterstützt. Man kann eine Nachricht in mehrere aufsplitten oder diese wiederum zusammenfassen über einen Aggregator. Wenn das nicht reicht, hat man immer noch die Möglichkeit, ein beliebiges Shell-Kommando, das generische Skript, Groovy-Code, Python oder Java auszuführen. Ja? Und damit kann man schon einen Großteil von Fragestellungen machen, erledigen. Ja, wie bei der Source bereits gesehen, haben wir auch bei der Sinks eine weite Palette an Standardmodulen bereitgestellt, mit denen man schon einen Großteil von Fragestellungen oder einen Großteil von Datenzielen quasi schon ausnutzen kann. Was wir nachher sehen werden, ist der Einfachheit halber, wir benutzen die Log-Sync, die einfach nur eine Log-Nachricht in entsprechendes Server-Log schreibt, beziehungsweise in der Konsole ausgibt, und nachher eine Null-Sync, die einfach alles verwirft, was man reingibt. Warum das sinnvoll sein kann, werden wir gleich sehen. Das war nur der Überblick. Okay, jetzt, dass wir mal gesehen haben, was an Modulen so grob da ist, können wir uns jetzt um die eigentlichen Streams kümmern. Was sind Streams im Kontext von SpringXD? Zum einen ist das halt ein Programmiermodell im Prinzip für Echtzeitdatenverarbeitung. Streams bestimmen, wie Daten eingesammelt, verarbeitet, gespeichert oder weitergeleitet werden. Oder manipuliert noch dazwischen. Dazu bietet SpringXD quasi eine DSL an, die analog zu Unix-Pipes und Filters ausgestattet ist, die dann in der Form hier schon sieht. Man hat es ja in Beispielen eben schon grob erkennen können. Man hat halt quasi immer ein Source, ein Pipe-Symbol und halt eine oder mehr beliebige Anzahl von Prozessoren, die an irgendeine Sync schreiben. Muss man sich dann ungefähr so vorstellen. Man hat hier quasi den Stream mit den mehreren Komponenten. Und jede Komponente mündet im Prinzip in einem Message-Bus und hat hier eine Repräsentation entweder als Queue oder Topic. Ja? Wo halt eben alle Nachrichten oder alle Daten, die in den Stream reinwandern, wandern quasi hier so drüber. Ja? Es gibt halt in dem Message-Bus entsprechende Stellen, wo die Daten eben entsprechend drüber gehen. Daten werden über den Message-Bus pumpt und im Wesentlichen steckt da hinten dran nichts anderes als ganz normale Spring Integration. Das heißt, alles, was in Spring Integration funktioniert, funktioniert auch in Streams. Beziehungsweise kann man ein Stream-Modul nutzen. Jetzt haben wir hier mal ein Beispiel, Use-Case wieder, der halt Streams benutzt. Wir wollen jetzt eingehende HTTP-Requests, die halt als Payload einen String haben, einfach ein Uppercase umwandeln und ins Log senden. Was machen wir dazu? Da können wir folgende Stream-Definition verwenden. Wir sagen Stream, Create, geben den Namen Test 1, minus this Definition. Und dann hier in Quotes sagen wir, okay, wir haben HTTP-Quelle, Pipe, dann brauche ich einen Transform-Prozessor, den ich über eine Spell-Expression hier entsprechend anweise, den Payload in Uppercase umzuwandeln und pipe das dann ins Log. Mit minus minus deploy sage ich dann im Prinzip, das Ding ist jetzt direkt live bei der Definition. Wenn ich jetzt über die SpringXD Shell, über das eingebaute HTTP-Kommando, über einen HTTP-Post-Request sende, minus minus data test, sehe ich quasi nachher im Server-Log folgende Ausgabe, wo einfach Test erscheint, dass jetzt ein Uppercase umgewandelt wurde. Ja?
Und hier sieht man wieder als ein Beispiel für Conventional Over Configuration, ja, im Standard will ich hier einfach Localhost und 1000 als Port benutzen. Ja. Und das findet man quasi über alle Komponenten, über alle Module bei Spring XD durchweg. Okay, nachdem wir jetzt Streams behandelt haben, schauen wir uns mal das nächste Konzept an, das sind die Tabs. Vielleicht kurz zum Begriff Tab. Tab kommt von dem Begriff Wiretapping. Das ist das, was die Freunde von der NSA und BND so gerne machen. Telekommunikation mitschneiden und mithören, abhören, ohne dass man das mitbekommt. Ja, weil das so toll ist, haben wir das natürlich auch in Spring XD eingebaut. Und im Wesentlichen sind jetzt Tabs in der Form ein spezieller Typ von Stream, die es erlauben, Daten anhand der Verarbeitungskette abzugreifen. Das sieht dann wie folgt aus. Und zwar nutzen wir halt die Tatsache aus, dass ja diese einzelnen Komponenten eines Streams über den Message was kommunizieren. Und genau dort hängt sich quasi der Tab rein und bekommt dann quasi alles mit, was durch den Originalstream reingelaufen ist. Zu beachten ist dabei, dass die Daten von dem Originalstream nicht beeinflusst werden. Das heißt, man hat hier im Prinzip entweder immutable Datenstrukturen oder, wenn die Datenstrukturen mutable sind, werden die quasi an der Strecke geklont. Ja? Und da kann man halt drauf arbeiten. Ja, das wird üblicherweise benutzt, um Metrikaufnahme anzuflanschen oder eben Analytik hinter zu hinterlegen. Wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel für die Tabs anschauen, erstellen wir jetzt zuerst mal einen Stream. Das ist nochmal zur Erinnerung der Stream von vorhin, der einfach nur HTTP Payload als dringend Uppercase umgewandelt hat und ins Logout ausgegeben hat. Jetzt ist eine Frage, haben wir jetzt als Fragestellung, okay, wir wollen einen Tab erstellen, der nach dem Transform-Schritt, also den Uppercase-String schon nimmt und dort einfach ein Präfix vor dran setzt und das auch ins Log gibt. Ja? Das können wir dann über folgende Stream-Definition machen. Wir sagen Stream create test 1 Tab minus definition und dann bitte definiere einen Tab auf einen Stream test 1 auf den Transform-Schritt oder nach dem Transform-Schritt und leite das weiter an einen neuen Transform-Schritt und verwende dafür bitte folgende Spell-Expression, die einfach den Payload um einen String prefixt. Ja? Und das wird ins Log-Geschirr gesendet. Wenn ich das jetzt quasi wieder mit dem HTTP-Post-Kommando von der Spring XD Shell mit einem Test-String füttere, sehen wir im Log dann plötzlich folgende Ausgabe. Die erste Ausgabe ist quasi für den Original-Stream, die zweite Ausgabe ist quasi jetzt die Ausgabe von so einem Tab. Und da sieht man auch, dass das zwei unterschiedliche Streams sind, die auch mit unterschiedlichen Threads ausgeführt werden können. Ja? Also Request. Okay, nachdem wir jetzt Tabs so behandelt haben, schauen wir uns mal an, was um Analytics-Fähigkeiten in Spring XD so enthalten ist. Da bietet Spring XD zum einen halt diverse Counter, also Zähler, Mechanismen mit. Wir haben jetzt hier für dieses Beispiel so eine Twitter-Stream-Analyse-Fragestellung überlegt oder vorstellt. Ja? Könnten wir jetzt zum Beispiel den sogenannten Simple Counter Fragestellungen legen, wie, okay, wie viele Tweets habe ich denn jetzt gesehen, seitdem der Stream aktiv war? Ja? Über einen erweiterten Counter, den sogenannten Field Value Counter, kann ich ein bisschen mehr machen. Ich kann dann quasi in eine strukturierte Nachricht reinschauen und zum Beispiel dort Felder gezielt analysieren. Zum Beispiel könnte ich gucken, im Tag-Feld oder Tag-Feld, wo eine Liste hinterlegt ist, kann ich nachher erzählen, okay, wie viele Tweets für den Hashtag Java habe ich gesehen, wie viele Tweets für Hashtag Big Data habe ich gesehen und so weiter. Da gibt es noch den sogenannten Aggregate-Counter, mit dem ich halt Fragestellungen, die mit dem Field-Value-Counter erledigen kann, aber ich habe noch die erweiterte Funktion, dass er halt noch Zeit-Buckets sozusagen erzeugt, dass ich quasi diese Counter auf unterschiedlichen Ebenen aggregieren kann. Ich kann die Ebene auf Ebene Minute, Tag, Woche und Monat aggregieren, ja? Damit ich halt sehe, okay, was ist denn eigentlich in den einzelnen Zeitabschnitten so passiert. Genau. Daneben hat man noch so ein Gauge, das kann man sich so vorstellen wie so ein Tachometer beim Auto, ja? Der zeigt quasi den letztgesehenen Wert an. Ja? Also hier könnte ich quasi machen, wenn ich irgendwie einen Stream habe, der Sensordaten von der Maschine verarbeitet, könnte ich mir dort quasi den zuletzt gesehenen Sensor oder Messwert anzeigen lassen oder immer behalten. Ja? Ein Rich Gauge, das hat noch ein bisschen was in erweiterter Funktionalität, wie zum Beispiel Informationen über Minimum, Maximum oder eben auch den Durchschnitt der letzten x Werte,
Man kann dann sogar noch einen Klettungsfaktor hinterlegen, um das quasi noch exponentiell zu kletten. Okay, die Analytics, die wir hier sehen, sind in der Regel, können in Redis gespeichert werden oder halt in Memory gehalten werden. Das ist halt über Spring Data Repositories realisiert. Das heißt, wenn man einen eigenen Store für die Analytics definieren will, kann man das auch entsprechend über Konfiguration lösen, dass man was anderes dahin dran hängt. Die Analytics kann man dann entweder über die Spring XD Shell oder über das REST API, das vom XD Admin Client zur Verfügung gestellt wird, in einem SAP. So, was aber, wenn das nicht reicht? Oft hat man ja Fragestellungen, wo man vielleicht ein bisschen mehr noch reinlegen will. Da hat Spring XD jetzt nochmal mehrere Möglichkeiten. Zum einen hat man über die Prozessormodule die Möglichkeit, halt, wie gesagt, beliebigen Code auszuführen. So kann man zum Beispiel mit dem Python-Prozessor beliebige, also Komponenten vom Python Data Analytics Stack quasi verwenden. Man kann über das Shell-Kommando auch sowas wie R-Project-Scripts ausführen oder halt OpenCV-Tools aufrufen. Oder eben ganz normal Java oder Ruby-Code entsprechend. Oder auch andere JVM-Sprachen direkt im Stream ausführen, was man hinterlegt. Ja? So, da haben wir noch was Interessantes hinzugefügt. Das ist das sogenannte PMML-Prozessor-Modul. Kennt jemand von euch PMML? Schon mal gehört? Wunderbar. PMML steht für Predictive Model Markup Language. Das ist ein XML-basiertes Datenaustauschformat für Data Mining Modelle. Das heißt, man kann mit diversen Statistik- oder Data Mining Tools auf großen Datenmengen Modelle lernen, zum Beispiel was, ein Regressionsmodell, in irgendein Klassifikator oder in neuronales Netz. Das kann man dann quasi, wenn es mal gelernt ist, in diesem Standardformat exportieren, wie gesagt, das ist ein XML-Dialekt, und den kann man an anderer Stelle wieder einfügen. Und genau das machen wir mit diesem PMML-Prozessor und kann dann quasi diese Komponente oder dieses Modell, was dort gelernt worden ist, für Real-Time Evaluation Scoring in diese Streamverarbeitung einsetzen. Ja? Das heißt, wenn jetzt ein Analyst oder Data Scientist irgendein Modell sich überlegt hat und das halt exportieren kann, muss der, wenn man Spring XD verwendet, muss das Modell nochmal neu implementiert werden oder in irgendeiner Sprache halt runtergeschrieben werden, sondern man kann die Definition, so wie sie ist, quasi nehmen und einsetzen. Das sehen wir nachher mal am Beispiel. Okay, jetzt haben wir die Analytics-Geschichte da schon ein bisschen durchgeschaut. Jetzt wenden wir uns den Jobs zu. Ja, wie schon erwähnt, ist Jobs im Prinzip das Programmiermodell für Batch-Prozesse oder Batch-Workflows. Über die Spring XD Laufzeit kann man Jobs erzeugen, planen, ausführen und überwachen. Entweder über die Shell oder über das Spring XD Admin Interface. Und da hinten dran steckt nichts anderes als Plain Spring Batch oder Spring Hadoop Komponenten. Das heißt, alles, was man noch dort her kennt, oder bestehende Jobs kann man einfach in Spring XD einfügen und importieren. Da kann man sie darüber ausführen und steuern. Ja. Es gibt auch ein paar Standardjobs, die jetzt zwar hinterlegt sind. Das ist nur eine kleine Auswahl. Mittlerweile gibt es schon noch ein paar mehr. Kommt das einfach nachher mal unterstellen, was sonst noch da ist. Okay, wenn wir jetzt mal so ein Beispiel uns anschauen, wie man jetzt so einen Job anhand von einer existierenden Definition im System hinterlegt, sagen wir dort ganz einfach über die Spring XD Shell, Job Create, geben dem Ding einen Namen, sagen wir hätten gerne die Hello World Definition, die wir in Plain Spring Batch dann definiert haben, in dieser XML-basierten DSL oder über Java-Config, und sagen einfach okay, deploy. Damit ist quasi der Job im System registriert und potenziell lauffähig. Um den Job jetzt einmal auszuführen, kann ich ihn entsprechend entweder so explizit anstoßen, indem ich sage Job Launch und dann Name Hello World Job. Ja? Ich habe aber auch Möglichkeiten, den Job periodisch auszuführen. Das sieht ganz ehrlich gesagt noch ein bisschen haarig aus, weil die dort interner von Spring XD selbst verwenden, um das Anstoßen vom Job in periodischen Quellen Signalen zu machen. Das zeige ich kurz, aber bitte nicht so genau hinsehen, das wird noch einfacher. Im Wesentlichen benutzt man eine spezielle Trigger-Source, die über Standard-Cron-Syntax konfiguriert ist, die regelmäßig ein Event in die Job-Queue schickt und damit den Job zum Laufen führt. Also man kann ziemlich viel mit Spring XD machen, man arbeitet daran, dass das ein bisschen einfacher wird. Aber ich wollte es mal zeigen, dass es halt gesehen hat.